Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Spore. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, es ist völlig neu für mich. Ich habe es immer als etwas seltsam beäugt. Ist ja jetzt auch schon ziemlich alt, kam 2008 im Herbst in den Handel. Und es hat sehr zwiespältige Reviews bekommen. Es ist einerseits, was noch nie da gewesen ist, gewesen. Und andererseits total simpel im Gameplay. Nicht besonders herausfordernd. Ja. Worum geht's in Spore? Es geht darum, den Lauf der Evolution zu spielen. Aber halt sehr vereinfacht auf spielerisch leicht verdauliche Weise. Dieses Thema ist, finde ich, wahnsinnig schwierig und der Will Wright, der federführende Designer, der ja vor allem bekannt ist für SimCity und die Sims und andere Sims-Spiele aus den 90ern. Er war immer schon einer, der immer die großen Bretter gebohrt hat, die dicken Bretter gebohrt hat und sich nicht irgendwie hat ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen Marktentwicklungen oder auch von technischen Hürden nicht. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt spiele ich mal Spore nach über 10 Jahren, nachdem es rausgekommen ist. Schauen wir mal, was passiert. Bin gespannt. So, jetzt klicken wir hier auf Play und dann sollen wir hier wahrscheinlich irgendein Sonnensystem in dieser Galaxie auswählen. Ich nehme mal das hier. Und jetzt sieht man schon, es gibt sogenannte Stages. Dadurch, dass ich noch kein Spiel gespielt habe, steht mir jetzt nur diese Cell Stage, die erste Stage, zur Verfügung. Und wir werden, wenn wir jetzt hier mit der Cell Stage anfangen, jede einzelne Stage nacheinander durchleben, durchwandern. Und die spielen sich alle sehr unterschiedlich, glaube ich, zumindest laut den Berichten und den Tests, die ich konsumiert habe. So, was steht dann bei der Cell Stage? Start at the very beginning. Nurture your own creation from its humble aquatic origins to its evolution as a sentient species in the epic journey of Spore. Also wir starten in der sogenannten Ursuppe. Das ist wirklich ein Begriff, den gibt es wirklich in der Wissenschaft. Also in einer Zeit, in der es auf unserem Planeten nur winzige Einzeller gab, maximal Bakterien, Amöben und sowas. So, sind wir Pflanzenfresser oder sind wir Fleischfresser? Ich starte mal mit den Fleischfressern. So, wir spielen auf normalem Schwierigkeitsgrad. Name your planet. All hail nur mal meine größenwahnsinnigen Fantasien hier mal freien Lauf zu lassen. So. Ein riesiger Asteroideneinschlag auf meinem Heimatplaneten.
Und die Evolution beginnt. Ich glaube, wir machen ein bisschen leiser. Welcome to the Tide Pool. Throughout Spore, the choices you make impact your future. As a cell, your mission is to eat, grow and evolve. Growth is measured in your progress bar below. Also, es geht nur ums Fressen, Schlafen und Wachsen. This is your progress bar. Da unten, okay. As you eat, you will earn DNA points. You may spend these points on new parts to evolve your cell. As you progress, you grow larger and your world expands. So, leider seht ihr jetzt schon ein großes Problem im Moment. Und zwar, ich spiele zwar in 4K Auflösung, aber die grafischen Oberflächenelemente hier sind alle viel zu klein, weil die Auflösung so hoch ist. Das heißt, es ist schwierig, das alles zu erkennen. Wirklich schwierig. So, ich muss hier mit WASD mich bewegen. Was ist das? Okay, jetzt hat er was gefressen. Wieder was gefressen? Kann ich auch mit der Maus? Ja, ich kann auch mit der Maus. Ich muss überhaupt nicht mit WASD machen. Spielen. Was sieht man hier unten? Ja, kann man nicht erkennen. Was ist das? History, okay. Oh, was bist du? Ah, jetzt gehörst du mir. So, jetzt bin ich ein Stück größer. Und jetzt haben wir schon die ersten Fressfeinde, so wie es aussieht. Es hat alles sehr niedlich gemacht. Finde ich jetzt nicht so blöd, um Kindern das beispielsweise beizubringen, was Evolution ist oder sein kann. Oh, da haben wir den ersten großen Fressfeind hier, vor dem wir uns bloß in Acht nehmen müssen. When you see the new part appear, swim over the token to collect it. Okay, ja, alles klar. So, Spike. Ah, ich kann hier ein Mate callen, okay, damit ich mich paaren kann. Das sind wir jetzt anscheinend... Okay. Jetzt sind sie mein Futter. Oh, da sind große. Die sind zu groß. Jetzt hat er mal ein Stück von mir bekommen. Hahaha. Guten Appetit. Irgendwann werden wir halt so groß sein, dass wir tatsächlich sichtbar sind wahrscheinlich. Für das bloße Auge. Aber das ist jetzt alles hier noch wirklich in der... auf Zellebene sozusagen. Winzig klein. In irgendeinem Ozean. Oh, der ist gefährlich. Aber langsam.
Es wird eng. So, jetzt hat's mich erwischt und ich muss nochmal von vorne anfangen. Kann ich jetzt nochmal... Hier, da ist ein Viech. Können wir uns jetzt vermehren? Ja, jetzt... Aha. So. Wie sieht denn unser Nachwuchs aus? Cell Creator. You can change modes in any creator by clicking on the mode buttons above. Before returning to the tide pool, stop by paint mode and spruce up with a new look. Ja, gib mir Spikes. Wohin? Ja, kann man die nicht... Kann man die nur zweidimensional? Ja. 5 Augen. Es geht hier auch immer nur, man muss hier sogenannte Währung irgendwie verwenden. Das sieht man da oben jetzt rechts in diesem kleinen Kasten. Hier da bei Stalker, wie viel das jetzt noch kostet. Ich werde jetzt mal komplett alles, was ich habe, ausgeben. Und hier oben rechts sieht man in der Ecke die Komplexität, den Typ, die Fähigkeiten. Ja, das weiß ich ja dann noch gar nicht, was das so wirklich bedeutet. So, wie heißt denn unser Spezies? Jetzt muss ich wieder irgendwie kreativ sein. Auf Knopfdruck und ich... keine Ahnung. Shit. Dann nennen wir ihn doch einfach 7 Auge. Aussehen. So. Welche Farbe? Oder kann man die vielleicht auch frei wählen oder muss man hier eine vorausgewählte Farbe nehmen? Ja gut, lassen wir so. Wir waren zwar grün, aber das ist jetzt egal. Was zum Fressen. Oh, Feinde. Oh, die tun weh. Kann ich mich irgendwie schneller bewegen, oder? Oh, ich bin schon wieder gestorben.
Aber wenigstens der Fortschrittsbalken, der bleibt. Kann man diese anderen Dinger hier nicht aufnehmen? Was ist denn das? Was sind denn das für Sachen? Der Jäger. Aber ich komme nicht ran ans Viech. Oh. Bin ich an seine Spikes rangekommen. Kann man auch verhungern? Kann man sich irgendwie wieder heilen? Komm schon, ich krieg dich. Wenn nicht die ganze Zeit diese Hindernisse kommen würden. Ah, da kommt was zu fressen. Oh, der ist zu schnell. Danke, der hat geschmeckt. Naja, das ist ein Survival of the Fittest. Ach, das ist ja ein Freund von mir. Oh, der hat wehgetan. Soll ich nochmal maten? Ich weiß es nicht. Aua. Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal maten. Aber auf der Ebene gibt es so wenig von diesen einfachen Fressdingern. Also so. Oh. Oh, ich habe ein Ding aufgenommen, ein Dingens, ein irgend so ein Power-Up. Ah, da, Mating.
das ist genau das gleiche wie vorhin. Soll ich ihm jetzt noch mehr Augen verpassen? Machen wir ein paar weniger. Jetzt heißt er nicht mehr 7 Auge, jetzt ist er nur noch 4 Auge. Tatsächlich evolutionär schon verändert. Er braucht nicht so viele Augen. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen schneller. Ich glaube schon. Nicht fressen. Oh, ich bin gerade noch so entkommen. Sind schon noch richtig große Viecher jetzt im Hintergrund. Mehr Speed. Der ist zu groß. Kann ich immer noch nicht fressen. Das hat wehgetan. Habe ich nicht auch so, habe ich so einen Special Attack oder sowas? Aua! Ach nö. Muss ich wieder so klein anfangen? Wahrscheinlich. Ich gehe mal kurz in die Optionen rein. Also mal ein bisschen leiser machen. Und dann Control Settings. Oh, ich kann scrollen. Aha. Plagierte Orte. Ja. Das will ich. Dann muss ich nämlich nicht drücken. Das ist sehr angenehm. Die blöden Spikes.
Aber ich komme ja langsam weiter unten auf der Fortschrittsleiste. Ja, toll. Da kommt man immer so einem riesigen Viech gleich entgegen. Das für riesige Krallen. Zu viel auf einmal. Ein riesiger Gangkrieg. Unter den Amöben. Next. Jetzt wird das Wasser schon heller. Okay, das sind hier Pflanzen. Die Strömung wird auch immer stärker. Ja, der tut mir nicht mehr wirklich weh. Komm. Komm her. Call a mate. Na, wo ist denn der Mate? Ja, weg. Was ist das? Oh. Jetzt sind wir schon auf der Höhe der Schnecken. Ups. Der war ein bisschen zu viel hoch, der Schaden. Diese Krallen sind zu groß, machen zu viel Schaden. Okay, die Schnecken kann man nicht fressen. Okay.
was sind das für Dinger? Ah, das sind Feinde. Oh je, das ging aber schnell. Die sollte ich also besser in Ruhe lassen. Ich glaube, ich sollte nochmal maten und irgendwie meine Fähigkeiten nochmal verbessern. Ah. Den kann man halt von vorne nicht angreifen. Ah, komm schon. Verpiss dich oder... Ach Mensch. So, jetzt callen wir nochmal einen Mate. Auch wenn wir gerade von Feinden gerade angegriffen werden. Ah, ich kann weitere... dann mach mal die Augen weg. So. Poison. Electric. Jet. Okay, jetzt kann ich alles fressen. Ja, das ist gut. Kann ich die... Die wollte ich nicht wegmachen. Wie kriege ich die jetzt wieder? Hier. Kann man die irgendwie größer machen? Keine Ahnung. Naja, lassen wir es so. Jetzt ist es nur noch ein Zweiauge. Kann ich doch anscheinend auch. Doch. Ich muss halt hier mit den seitlichen Dingern daran. Mal hatte ich nochmal Glück. Ja, die kommt trotzdem hinterher. Und wieder verloren. Ja, fressen. Oh, es passiert was. Ich krieg ein Gehirn.
You're on the path to sentience. Also eine Art Selbstbewusstwerdung. Congratulations, when it comes to swimming in sludge, you rule the pool. When you are ready to stretch your legs in the big wide open, click the advance button. Das wollen wir. Advance. Und jetzt ist die History, okay. Also hier sieht man, wo ich hergekommen bin. Wie oft ich gestorben bin und wie ich mich entwickelt habe. This timeline shows a history of the actions you have taken during life as a cell. You have established a trait which earns you unique abilities that will benefit your future generations. Which path have you chosen? Also ich habe ein Persönlichkeitsmerkmal entwickelt. Muss ich das jetzt auswählen oder? Poison Electric Pro. Landfall. Finish the cell stage and clamber onto the planet surface. Okay. Jetzt kriege ich Beine und Arme. Nur ein Arm und Bein. Jetzt habe ich schon alles ausgegeben. Ah, da sieht man da unten eine ganze Menge an User Creations. Kleine Viecher gehen an Land. It is the beginning of a new day. And for you a whole new strange and wondrous world. Air fills your lungs as you stretch into your limbs in your new home, dry land. The race to evolve has begun. Wir sind an Land. Und haben eine ganz neue Lebensweise wahrscheinlich vor uns. Welcome to land. Oh, jetzt sind sie schon am Lagerfeuer und beten das goldene Kalb an oder was? Now you are a creature surrounded by your nestmates. To evolve, you will need to meet the other species on this planet and earn DNA. Earning DNA moves your progress bar. Let's take a look. Making progress. This bar shows your progress. Ja, wie immer. Fill it by building relationships with other species or forcing them to become extinct. Let's go to your first goal. Also ich muss sie entweder assimilieren oder ausradieren. Here's where you find your objectives. You're an omnivore. Eat fruit or meat. Also ich bin ein Allesfresser jetzt. Find a new part to evolve. As this goal suggests, food is critical to your survival. Let's learn how to look around to find some. Hold down the right mouse button to rotate the camera. Ja, das weiß ich mittlerweile schon. Left mouse click on the ground to move your creature. Was haben wir hier?
us. Irgendein verstorbenes Viech. Aufgefressen. Na gut. Gut, bevor ich jetzt weitermache, mache ich hier eine kleine Pause. Und im nächsten Video geht es dann weiter hier in der zweiten Stage bei Spore. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Na, wer hat denn hier schon wieder... Liebessucht.